eingeben, dann erscheint das Resultat: Richard Rohkleu ist ein deutscher Kabarettist. Ein Satz ähnlich zutreffend wie ein Chateau Lafite Rothschild ist ein roter Wein. Richard Rohkleu ist erstens ein Franke und zweitens nicht irgendein Kabarettist, sondern einer, der das Wesen seiner fidelen Zunft verändert und nachhaltig beeinflusst hat. Das Düsseldorfer Komödchen musste bis 1987 ohne Richard Rohkleu auskommen. Man spielte dort damals hochgelobtes Kabarett mit Lore Lorenz auf der Bühne. Harald Schmidt und Thomas Freitag spielten zur gleichen Zeit im Ensemble. Ich erinnere meinen Vater Kai, der durch eine Überschrift im Hamburger Abendblatt auf Rohkleu aufmerksam und geradezu aufgeschreckt wurde. Dort hieß es in fetten Lettern: bestes deutsches Kabarett. Aber man war doch selbst die Kabarettinstanz. Und dann diese Überschrift. Er wurde nervös, nahm Kontakt auf und es kam zum ersten Rohkleu-Gastspiel mit Freiheit aushalten im Komödchen. Natürlich war Freiheit aushalten auch in unserem Haus erfolgreich und es hieß in den Kritiken, dass diese neue Form einer ästhetischen und dramaturgischen Revolution im Kabarett gleich käme. Es gab plötzlich eine Entwicklung der dargestellten Personen. Es gab fast im klassischen Sinne einen Anfang und ein Ende. Die alte Nummerntradition war zerschlagen. Da legte ein satirischer Feuerwerker die Lunte an die explosivsten Themen seiner Zeit. Da störte ein kompromissloser Trommler wieder den Zeitgeist mit seinen rhetorischen Paukenschlägen, die Andacht der Zwischentonbläser. Da war einer ausgezogen aus den Tiefen des Fichtelgebirges, um die Verlogenen und Scheinheiligen dieser Republik das Fürchten zu lehren. Und zwar selber als selber. Ausgerechnet aus Selb, im Landkreis Wunsiedel, diesem Zentrum aller deutschen Porzellanläden, kam da plötzlich ein satirischer Dickhäuter, der seinen neugierigen Rüssel tief hineinsteckte in den bundesdeutschen Sumpf aus politischer Vetternwirtschaft, bräsiger Selbstzufriedenheit und bigotter Frömmelei. Und so wie der Elefant sich trotz seiner gewaltigen Erscheinung durch ein hohes Maß an Sensibilität auszeichnet, so ist auch das satirische Schwergewicht Richard Rohkleu ein Künstler, dessen Werken und Wirken von Anfang an geprägt ist von einer Hochachtung seines Publikums. Und immer ging es dem schier unermüdlichen Richard Rohkleu um die Menschen. Ihnen die eine oder andere unbequeme Wahrheit zu präsentieren und sie dabei gleichzeitig auf hohem Niveau zu unterhalten, das war und ist es, was diesen Meister der Bühnenkunst an- und umtreibt. Richard Rohkleu, der grundgute Knöttersack, dem großen Herzen für die Benachteiligten und zu kurz gekommen in dieser Welt. Die zügellose Revolverschnauze mit dem Respekt vor der Würde seiner Mitmenschen. Der blitzgescheite Professor mit einem Stammplatz am Tresen der normalen Leute. Bei uns im Rheinland, in das Richard Rohkleu 76 seinen Lebensmittelpunkt verlegt hat, ist es eine der größten Auszeichnungen, die der Bürger zu vergeben hat. Der Mann ist normal. Und genau das ist Richard Rohkleu, normal, bodenständig, trotz seiner außergewöhnlichen Fähigkeiten zum verbalen Höhenflug, freundlich und verständnisvoll, trotz seiner zuweilen sehr strengen moralischen Maßstäbe, heiter und gelassen, trotz seines Wissens um den Ernst der Lage. Übrigens, bei uns in Düsseldorf erzählt man sich, dass es zwischen den Angehörigen der diversen bayerischen Volksstämme seit Jahrhunderten tiefgreifende Rivalitäten gibt, vor allem zwischen den Franken und den Restbayern. Ich kann das gar nicht glauben. Wenn heute hier im bayerischen Fernsehen der Franke Richard Rohkleu mit dem bayerischen Ehrenpreis ausgezeichnet wird, dann kann diese Rivalität so schlimm noch gar nicht sein. Und wenn dann noch ein Rheinländer wie ich die Laudatio halten darf, dann kann es doch toleranter gar nicht mehr zugehen. Und noch eines. Ich weiß mich in sehr guter Gesellschaft, wenn ich hier und heute dankbar dafür bin, dass Richard Rohkleu auf der Bühne nie gesungen hat. Dieser Preis geht an den Richtigen. Der Ehrenpreis des Bayerischen Kabarettpreises 2014 geht an Richard Rohkleu. Steht doch alles drauf. Steht doch.
steht doch alles drauf. Kai Lorenz. Du bleibst noch ein bisschen da, weil wir hören jetzt ja von dir ein bisschen was. Ja. Ich muss ja sagen, Richard, wir haben ja auch, also ich habe mir das auch aufgelegt, also du hast ja auch für uns, für die Zunft, schwebtest du immer drüber, weil du einen Satz geprägt hast, der uns alle begleitet hat. Ja. Zu fast jedem, du warst in vielen Programmen, hast alles angeguckt und dann kam gut, ja, ist ganz gut, war ganz prima, aber bundesweit will es nicht schaffen. Bundesweit will es nicht schaffen. Und da haben wir alle gesagt, dem Rogler zeigen wir es. Und ja, das hat uns, du hast die Antriebs- und Sprungfeder, dafür sind wir dir auch sehr dankbar. Ja. Und jetzt freuen wir uns auf das. Ich danke dir für deine Mühe. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Gern geschehen. Richard Rogler! Ja, meine Damen und Herren. Können Sie überhaupt noch? So eine Veranstaltung zieht Sie in die Länge, ne? Hatte schon Angst, Sie haben mich vergessen. Aber keine Angst, ich mach's kurz, weil ich bin ja hier der Dienstälteste. Und ich weiß, der Hildebrand hat mal zu mir gesagt, Richard, freu dich, wenn du älter wirst, umso weniger Porten brauchst du. Meine Damen und Herren, liebe Freunde des Bayerischen Rundfunks, ich habe sowieso den ganzen Abend schon den Eindruck, Preisverleihungen haben den Sinn, damit der Künstler endlich mal erfährt, wer er ist. Als ich gerade den Kai Lorenz hier habe sprechen hören, dachte ich, wen meint der? Aber außer mir ist kein Rogler da. Aber nach den ersten Sekunden des Erschreckens muss ich sagen, es stimmt alles. Allein. Allein die letzte Bemerkung, dass angeblich ganz Deutschland froh ist, dass ich nicht singe. Ja, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich singe sehr gerne. Aber halt privat, wo das hingehört. Ja, und ich könnte die Lieder, die ich privat singe, heute ja gar nicht mehr singen. Ja, ich bin ja mit revolutionären Liedern in der Nachkriegszeit groß geworden. Lieder der Freude. Ja, aber das wären heute keine Lieder der Freude mehr, nur das eine Lied, damit sie mal einen Eindruck kriegen. Ja, das war mein Hauptschlager, das wurde alle 4 Wochen gesungen. Das lautete Morgenrot, unsere Sau ist tot. Gestern tat sie noch schön grunzen, heute gibt's Leberwurst und Blunzen. Das waren Melodien, die sich bei mir eingeprägt haben, weil man froh war, dass man eine Sau wieder schlachten konnte. Singen Sie mal heute dieses Lied auf der Bühne, da heißt der Rogler Kabarettist, propagiert den exzessiven Fleischkonsum, ja, ist für die Massentierhaltung. Ja. Und dann gab es auch natürlich klassenbewusste, aufschreiende Lieder, ja, die auf die schlechte Ernährungssituation nach dem Krieg hinwiesen. Allein das schöne Lied, wir haben zu Hause einen alten Reisbrei. Ja, das sind Zeilen, die müssen Sie erst mal komponieren. Ja. Der Vater sagt, den schütten wir in den Gusei. Die Mutter sagt, den können wir behalten, den Reisbrei, den alten. Das ist ein Chacus im besten Sinne des französischen Schriftstellers Émile Zola. Das ist eine Anklage, ein Aufschrei gegen die schlechte Ernährungssituation in der Nachkriegszeit in Oberfranken. Ja, wo waren wir denn hingekommen? Ja, wir sind in Oberfranken, das Kartoffelland an sich. Und auf einmal fressen wir Reis, der noch 3-mal aufgewärmt wird. Können Sie heute in keinem mehr verständlich machen. Heute sitzen alle freiwillig beim Chinesen und hauen Sie die Reisbombe rein. Ne? Ich werde oft gefragt, Herr Rogler, wie wird man denn Kabarettist? Und da fange ich an zu erklären. Ja, da hat man mal früher schon Theater gespielt und hat man mal den gesehen. Ich wollte immer schon auf die Bühne. Alles Blödsinn. Ja? Dummes Zeug. Ja, heute sage ich, ja, das waren die klimatischen Bedingungen im Fichtelbirge. Keine Erklärung mehr. Wir haben da 5 Monate Winter gehabt, als ich ein kleiner Junge war. Da lag ich früh im Finstern im Bett, im großen Federbett. Der Ofen wurde abends um 18 Uhr ausgemacht, weil sie Angst haben, dass wir ersticken. Ja, auf dem Federbett war eine kleine Eisschicht durch den Atem. Dann ging das Licht an, ich musste aufstehen, um in die Schule zu gehen. Und da habe ich gesagt, Richard, das kann so nicht weitergehen. Ja, da musst du was ändern. Ja, wenn du später mal es zu was gebracht hast, ja, wenn du Geld hast,
dann kaufst du dir eine Dampfheizung. Heute sagt man neudeutsch Zentralheizung dafür. Ja, und da ich für einen Beruf mit Vorgesetzten nicht in Frage kam, blieb ja praktisch nur das Kabarett. Die Zentralheizung war immer mein Ziel. Und ich hab's geschafft. Ich habe heute... Ich habe heute sogar eine Fußbodenheizung. Und da kann man mal sehen, dass das Kabarett gesellschaftspolitisch durchaus im Einzelfall was bewirken kann. Und da gab es noch einen dritten Grund, warum ich Kabarettist geworden bin. Ich war als Schüler schon immer der Meinung, das, was ich höre und sehe, das gibt es nicht. Immer schon. Wenn ich im Zeugnis nur 5 hatte, dachte ich, na gut, der steht da, aber das beweist doch nichts. Wahrscheinlich hat sich der Lehrer verschrieben oder hab den Namen vertauscht. Ja? Ich konnte damals noch gar nicht ahnen, dass dahinter eine Philosophie steht, die zu meiner Lebensphilosophie geworden ist, ja, die von großen Anarcho-Künstlern wie André Breton oder Alfred Jarry begründet wurde. Und zwar ist das die Pataphysik. Das ist der reine künstlerische freie Geist, ohne jede Ideologie und Religion. Die Pataphysik. Ja? Im Grunde gibt es nur 3 verschiedene Arten von Menschen. Das sind die Physiker, die Metaphysiker und die Pataphysiker. Ja, um das mal an einem kleinen Beispiel zu verdeutlichen, nehmen wir mal eine bedeutende Figur, eine noch lebende Figur aus der Weltgeschichte her, zum Beispiel Sigmar Gabriel. Da sagt der Physiker, es gibt einen Herrn Gabriel und der ist der größte Arbeiterführer aller Zeiten. Da wissen wir alle, Blödsinn. Da irrt die Wissenschaft. Der Metaphysiker sagt, wenn es einen Herrn Gabriel gäbe, dann wäre er auch der größte Arbeiterführer aller Zeiten. Auch Blödsinn. Ich werde es nicht mehr erleben jedenfalls. Ja? Der Pataphysiker sagt, es gibt überhaupt keinen Herrn Gabriel, aber der ist der größte Arbeiterführer aller Zeiten. Mit dem Herrn Gabriel jetzt nachsichtig sein, der ist ja auch eingebunden in das Schicksal dieser stolzen 150-jährigen Partei. Und das Schicksal der SPD lautet nun mal, man kann keine Faust machen, wenn man die Finger überall drin hat. Das geht einfach nicht. Ja? Übrigens, diese Pointe ist nicht von mir, die hat mir mal der Dieter Hildebrand zum 55. Geburtstag geschenkt. Ist eine Langzeitpointe. Damit habe ich schon viel Geld verdient. Natürlich hätte ich auch mit einem anderen Beruf es zu einer Fußbodenheizung bringen können. Zum Beispiel, das wäre, also ich habe mir schon gedacht, wenn es mit dem Kabarett zu schwer wird, Bundestagsvizepräsident, das wäre doch was für mich. Ist der beste Job, der Berlin zu vergeben hat. Da haben sie 12.800 Grundgehalt, da kommt dann noch die Dienstwohnung und das Dienstfahrzeug, die fahren alle schöne E-Mercedes, ja, und Bodyguards haben sie alles noch, wobei ich mich frage, Bodyguards für Claudia Roth, das finde ich rausgeschmissenes Geld. Ja, die entführt doch keiner, für die Frau kriegen sie doch nichts, da ist doch Blödsinn. Und da haben die Leute ausgegraben für die Bundestagsvizepräsidenten. Können Sie sich noch an Ulla Schmidt erinnern? Die Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Das Placebo unter den deutschen Gesundheitsministern, die rheinische Frohnatur aus Aachen, die Ulla, der hat immer gute Ratschläge für die Patienten gehabt. Der hat immer gesagt, wenn sie krank sind, müssen sie zusehen, dass sie gesund werden. Ne? Ja, das ist doch mal was. Ne? Obwohl ich meine, über die haben die deutschen Krankenkassen viel Geld gespart. Ihre Bundestagsreden gelten heute noch in vielen Operationssälen als Meilensteine der Anästhesie. Ja? Also wenn man, sagen wir mal, die Riege der Bundestagsvizepräsidenten allein nur anschaut, dann stimmt der Satz, wer die Grenzen seiner eigenen Inkompetenz weit überschritten hat, ist für jedes Amt verwendbar. Auf jeden Fall. Und da fällt mir noch einer ein, der ist jetzt auch wieder da. Norbert Röttgen. Kennen Sie den noch? Norbert Röttgen, einer meiner Lieblinge. Der wusste als Umweltminister nicht, wie eine Solarzelle funktioniert. Ja? Und der ist jetzt Vorsitzender im Auswärtigen Ausschuss. Der ist plötzlich selbsternannter Außenminister, mein lieber Spezialist, für Irak ist er jetzt geworden. Über Nacht.
Ich habe letztens in einer Talkshow gesehen, hat er gesagt, hat er den Irakern einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, die Iraker müssen sich zusammensetzen, hat er gesagt. Dann Donnerwetter. Haben die auch gleich gemacht und seitdem, hören Sie noch was, Friede. Das sind Fachkräfte, die wir haben. Und auch bei dem gilt, es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Nee, Politiker selber wäre nichts für mich gewesen. Da bleibe ich lieber Kabarettist. Da kommt man auch mit dem ehrlichen, arbeitsamen Volk zusammen. Und meine Liebesgeschichte ist, ich habe mal in Passau gespielt, in einem großen Wirtshaussaal, wo das richtige Volk auch ist. Und da kam ich an und da war der Inspizient, also der hat sich so genannt, der Licht und Ton macht. Der war ein netter Mann mit so einer Seppelhose. Und seine erste Frage war, Herr Ogler, wie lang dauert's denn heute? Da habe ich gesagt, naja, der Saal ist voll, bis jeder sein Bier und den Schweinebraten hat, werden wir vor 23 Uhr nicht rauskommen aus dem Saal. Ui, hat er gesagt, ui, mir nicht. Im zweiten Teil höre ich plötzlich links von mir auf der Bühne ein lautes Psst. Nach 10 Sekunden wieder Psst. Habe ich mich im Text langsam rübergespielt. Stand er hinter dem schwarzen Vorhang. Herr Ruckler, wenn's fertig sein, ziehst die Tür von außen zu und legst den Schlüssel unter die Fußmatte. Ich gehe schon mal heim, aber eins muss ich Ihnen sagen, Sie sind super, machen's weiter so, Servus. Ja.